DH Games. Wow, such games. Nee, nix. Ihr bekommt nix. Dolores geht einfach mal so raus. Tag 13. Das wird nicht gut enden. Ich glaube, diesmal wird das alles ziemlich unvorteilhaft ausgehen für uns. Das sieht nicht gut aus. Mary Jane is in Warwick. Dolores is on her way to the surface and Ted says there's no need to worry about him. There's no need to worry about him. No need. Gut. As long as we have food and water, we can stay locked in, but we'll have to leave eventually. Dann hört doch mal dem Radio zu. Dem Radio zu? Vielleicht ist da jemand im Radio. Tag 14. Timmy ist im Radio. Oh, haben wir wen gehört? Haben wir das Militär empfangen können? We knew it! The government has not fallen and they are coming to save us! They didn't give exact dates in their radio transmission, but we are sure they won't keep us waiting long. They said they will be in touch in a couple of days. Gut, dann kommt das wahrscheinlich mit den Karten. Und diesmal sollten wir bessere Karten haben bei der Mission mit den Karten, denn wir haben ja diesmal Karten. Ist das nicht fantastisch? Karten! Yay, Karten! Gut, keine Ration, braucht er nicht. Spinneweil. Dann hört nochmal dem Radio zu, warum nicht? Tag 15! Oh Gott. We were able to get a weak signal and tap into government emergency announcement services. And guess what? Great news, everyone! The fallout outside has mostly gone. Das ging aber schnell. It should be much safer to travel on the surface now. Gut. To travel on the surface now. Das ist doch gut. Das hören wir doch gerne. Medizin haben wir nicht. What's that trickling sound? And why is the walls on? Nein, es wird schon wieder alles überflutet. Nein! Kacke! Wir brauchen das Radio und die Karten! Wir brauchen beides! Beides! Kacke! Ja gut, rettet das Radio. Karten können wir vielleicht noch finden zur Not. Vielleicht. Tag 16! Hey, Dolores ist zurück und wir haben die Karten verloren. Nein! Nein, unsere einzige Aussicht auf Rettung! Das ist doch nicht gut! Ah, oh, shit. Well, that was lucky. The shelter filled with water pretty rapidly and we were certain we were going to drown. With our heads barely above the water, we weren't even able to open the hatch and escape. Before we could start considering the worst, the water level started to drop. Wir fein. Save for the mess we need to deal with. Our little trip to the surface might have been spotted and followed. We should have more carefully next time. A pile of car wrecks revealed that we stumbled across a big parking lot. Almost no car survived the blast wave, but we went between the wrecks to explore anyway. Was haben wir gefunden? Wir haben zwei Wasser gefunden und eine Taschenlampe, das ist schön. Und eine Axt, verdammte Axt, das ist doch schön. Hier, habt Wasser, habt was zu essen. Expedition, besser keine Expedition im Moment. Lassen wir es erstmal. Kakerlaken! Kakerlaken bleiben hier. Kakerlaken leben hier jetzt erstmal mit uns. Können wir nichts gegen tun. Tag 17. Oh Gott, alle sind krank. Aber wenigstens nicht verrückt. Wenigstens nicht verrückt, das ist doch schön. Alle nochmal essen und trinken. Danach müssen wir wieder rationieren. A young woman dressed in white knocked on our door today, telling us a story of her missing twin brother. Who is most probably held captive in a bandit camp. He tried to defeat a big bandit leader and his sister, fears something might have happened to him. He claims know that we're good and trustworthy people, and believes that we can help her rescue her sibling. If we do, she said that it might be a beginning of a solid friendship. Okay. Maybe Jane, hau ab. Geh raus. Vielleicht können wir ihr tatsächlich helfen. Tag 18. Und sie ist zurück. Sie hat überlebt. Yay. The woman quickly called a group of friends and we set out for what turned out to be a successful mission. Nice. Finding the lost twin brother wasn't a problem. Wir haben den Zwillingsbruder wiedergefunden. Schön. He was hanging on top of some antenna next to the fence trying to escape.
In his duel with the bandit leader, he lost a hand, but the group quickly tended to his injuries and he'll be just fine. The siblings thanked us 100 times and said they would definitely contact us again. Nothing made us happier than the sight of Mary Jane returning to the shelter from the surface. Aber wir haben nichts davon bekommen. Vielleicht in der Zukunft. Wir haben jetzt so eine schöne Freundschaft mit denen aufgebaut. Vielleicht wird uns in der Zukunft das was bringen. Mal sehen. Wollen wir was planen? Besser nicht. Wir sind alle krank. It's so easy to escalate silly arguments in close quarters doesn't help. We were chatting and then suddenly we were fighting and fighting. Let's just hope we get over this soon. Potato. Tag 19. Und wie sieht's aus? Enough arguing. There are more important things to worry about. It's impressive how well Mary Jane is handling the situation. She looks fine today. Dolores is calm. This morning has been calm. Schön. Alles calm. Vielleicht senden wir doch mal jemanden raus. Wir brauchen dringend Medizin. Ohne Medizin überleben wir das nicht. We learned a valuable lesson recently. If you don't do anything about roaches in your home, you will end up with more roaches. Mittlerweile ist wahrscheinlich der ganze Bunker voll mit Kakerlaken. Alles überflutet. Bis zum Hals stecken sie in Kakerlaken. Sie werden langsam zu Kakerlaken. Our new cockroach roommates can be a bit messy. Can we spare some water? No. Water is the lowest want. Is all the lowest want. Ted is really thirsty. Nein. Na ja, gut, vielleicht ein bisschen Wasser. Na gut, bitte. Bitteschön. Ted geht nach draußen. Und nimmt einfach mal die Axt mit zur Sicherheit. Können wir nicht einfach mit der Axt auf die Kakerlaken losgehen? Wild drauf los, alles zerkloppen. Es wäre ein Versuch wert. Tag 21. Mary Jane isn't worried, or at least she's not saying so out loud. Dolores would really love to eat something. Ted left for the surface. We hope he'll be back soon. Soon. We hope he'll be back soon. I'm trying to do in Scottish accent. Kann ich aber nicht. Time to ration supplies gibt's nicht. Brace yourself. Winter is coming. We were able to receive another message from the government. Tja, haben wir nichts. Moment, eine Karte? Wie? Wieso eine Karte? The military is preparing a rescue mission. They want all survivors to head to a specific location in the area. Then leave a sign that someone is still alive and kicking nearby. The problem is they've provided us with geographical coordinates, but we need to map to find we need a map to find out where we are supposed to be headed. Otherwise it's just complete gobbledygook. Finde ich auch. Na toll, Karte haben wir auch nicht. Ich meine, wir haben eine Karte, aber sie ist komplett kaputt. Nicht gut. Tag 22. Es sieht nicht gut aus für uns. Immer noch nicht. Aber bis Tag 22 haben wir es immerhin schon mal geschafft. We were sure we could find the location without a map. We were wrong. Hopefully we'll get lucky next time. Sind einfach im Wald umhergelatscht. Haben nichts gefunden. Mist. Braucht ihr was? Wollt ihr was? Braucht ihr was? Wie sieht's aus mit euch? Hungry, sick, fatigued? Sick. Geben wir Dolores vielleicht was zu essen? So ein bisschen was vielleicht. Wir können immer noch nichts tun. Können nichts tun gegen die Kakerlaken. Sie übernehmen den Bunker. Tag 23. Wie geht's euch, Leute? Gut, ja? Sehr gut. Gut, alles ist gut. Alles ist immer gut. Keine Ration. When Dolores came back from that expedition the other day, she had a tiny scratch on her leg. It didn't seem serious at the time, but right now it's quite a terrible sight. Nein, wir müssen amputieren, aber wir können nicht. Vielleicht können die Kakerlaken das Bein einfach aufessen. Einfach ein bisschen dran rumkauen, bis es weg ist. Es ist bestimmt sehr entspannt. Es gibt auch diese Therapien, wo man diese Fische, seine Beine in Wasser legt. Und dann kommen da diese ganz vielen kleinen Fische an und knabbern am an den Füßen um, daran herum. Beißen den Fußpilz ab. Und ein paar Zehen.
Viele Menschen haben zu viele Zehen. Ist ungesund. Man sollte nicht mehr als 3 Zehen an den Füßen haben, sonst ist das ungesund. Und dann ist es ganz gesund, wenn man sich ab und zu einfach mal ein paar Zehen abbeißen lässt. We didn't do anything about the infected wounds. After all, our ancestors should survive, could survive without all that fancy medicine. Why should we listen to the doctors? The world is looking more sickly, though. Ist eine gesunde grüne Farbe. Grün ist eine gesunde Farbe. Man weiß, dass die Situation schlecht ist, wenn der Mensch pink aussieht. Das ist dann schlecht. Grün ist die gesunde Farbe. Wir sollten eigentlich alle aussehen wie Hulk. Wenn du nicht aussiehst wie Hulk, dann geht es dir schlecht. Auch wenn es dir nicht schlecht geht. The siblings are back. The group is growing bigger with each passing day. As they pick up tired and hungry survivors and nurse them back to health. However, so far they only have one tent and soon they will run out of space for everybody. Right now they are scouting the town looking for a good spot to build a bigger camp. They could really use a map. Tja, tut mir leid, Leute. Unsere Map sieht etwas beschissen aus. Sieht so aus, als hätte sich jemand damit den Hintern abgewischt. Leider nicht sonderlich nützlich. Sadly, we couldn't help our friends this time. They were a bit disappointed, but accepted our decision. We wished them luck and they left. Forever to die in a ditch. Time to ration supplies. Nö, gibt's nicht. Kakerlaken immer noch, freuen sich immer noch ihres Lebens. Unser Leben mit den Kakerlaken. The end, nein, warum? Was ist passiert? Wie konnte das nur passieren? Kakerlaken haben uns aufgefressen. Our new cockroach, cockroach, they're raging around. The cockroach is real. Cockroach roommates can be a bit messy, disgusting and annoying and raging, but surely this is not the worst thing that could have happened to us, and there's not much that we can do anyway. Maybe one day we'll manage to convince them not to eat us. When Mary Jane's sickness got worse and we weren't able to provide her with medicine, she decided it's time to cure whatever she had on her own. She left a note saying she's not coming back. Since she never even liked our town to begin with, if we only had a few drops of water, we could have avoided what happened. Dolores died of dehydration last night. Ted has been outside for far too long, and still, he has not returned. We fear he isn't coming back. Surviving the apocalypse is no easy task. We can tell you that much. We survived for 26 days. And then, everyone died. The end. 3 of us survived. Oh Mann. Mann, oh Mann, wie viele Tage haben wir uns überlegt? Überlegt zu überleben. Wie viele Tage haben wir überlebt? 26. Ach du Kacke. Oh Mann, das ist ja nix. Wie viele Tage haben wir letztes Mal überlebt? 60 Tage oder so? Beim ersten Mal, ja, auf ersten Anhieb habe ich 60 Tage überlebt. Und jetzt beim zweiten Mal, wo man meinen sollte, dass ich jetzt eigentlich bessere Erfahrung habe und das Ganze besser machen sollen könnte. Pustekuchen. 26 Tage, ein Bruchteil von dem, was wir beim ersten Mal geschafft haben. Tragisch, alle sind sie dahin gesiecht. Dolores an Krankheit. Mary Jane ist einfach abgehauen, weil sie krank war und dachte, sie kann sich vielleicht irgendwo anders ein paar Spritzen besorgen, um sich einen goldenen Schuss zu verpassen oder so. Und Ted hat sich draußen einfach verlaufen. Läuft jetzt die ganze Zeit im Kreis um denselben Baum rum. Weil er zu wenig Wasser getrunken hat, jetzt komplett dehydriert ist, er weiß gar nicht mehr, wo er ist. Und die Kakerlaken übernehmen jetzt den Bunker. Die Kakerlaken überleben jetzt die nächsten 2 Millionen Jahre in diesem Bunker. Und wenn sie nach 2 Millionen Jahren aus dem Bunker heraustreten, sind sie eine weiterentwickelte Zivilisation und zerstören, was auch immer übrig ist von der Menschheit. Wahrscheinlich nix. Aber als nächstes werden dann die Kakerlaken die Welt regieren und hoffentlich werden sie aus unseren Fehlern lernen. Hoffentlich werden die Kakerlaken besser sein als wir. Darauf lasst uns alle hoffen und dafür beten. Zusammen, liebe Gemeinde,
Danach lasst uns alle streben und leben. So steht es in dem heiligen Buch der heiligen Kakerlake geschrieben. Dann, beim nächsten Mal 60 Seconds, werde ich mich hoffentlich besser anstellen. Ich glaube, das habe ich letztes Mal auch gesagt und ich habe mich um eine Geschlechter angestellt. Es ist keine Garantie, aber ich werde es versuchen. Das alles und deine radioaktive Toilette. Dann in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Ciao! Autosong. Es ist der Autosong. Es ist das Ende dieses Videos. Rechts und links stehen ein Haufen Links. Die könnt ihr anklicken, wenn ihr das wollt. Oder ihr lasst sein. Oh, Outro-Song. Es ist der Outro-Song. Oh, Outro-Song. Es ist der Outro-Song. Wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, dann klickt doch abonnieren oder fave oder like oder lasst doch noch einen Kommentar da. Das wäre verdammt geil von euch. Wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, dann klickt doch abonnieren oder fave oder like oder lasst doch noch einen Kommentar da. Das wäre verdammt geil von euch. Ah, es ist das Ende. Alles wird vorbei. Schluss und aus. Ja, kommt nichts mehr. Geh weg. Es ist das Ende. Wir sehen uns.